Hallo liebe Hausbauhelden, lohnt sich Photovoltaik? Zu dem Thema haben wir das letzte Mal vor 4 Jahren einen Ratgeber für euch gemacht, aber da hat sich 2024 mit inkrafttretendes Solarpaket 1 so viel geändert. Gerade für den Betrieb von Kleinanlagen und Kleinstanlagen, wie zum Beispiel Balkonkraftwerken, dass wir da unbedingt noch schnell ein Update für euch machen wollten. Alles, was es Neues gibt zum Thema Solarstrom und was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Was ist einfacher geworden mit Inkrafttreten des Solarpaket 1 im Mai 2024? Speziell für Kleinstanlagen, sogenannte steckerfertige Solaranlagen oder Balkonkraftwerke, gab es hier viele Neuerungen. Deshalb gehen wir da jetzt ein bisschen genauer drauf ein. Was ist so ein Balkonkraftwerk? Es besteht aus 2 oder 4 Photovoltaik, also Solarpanelen und einem Wechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, der dann praktisch über eine Steckdose in euer Hausstromnetz eingespeist werden kann. Einmal sind die Leistungsgrenzen erhöht worden auf maximal 800 Watt am Wechselrichter und maximal 2000 Watt für die angeschlossenen Solarmodule. Vorher waren nur 600 Watt Wechselrichterleistung erlaubt. Die Anmeldung beim Netzbetreiber ist komplett entfallen. Die Anmeldung im Marktstammdatenregister wurde stark vereinfacht. Dazu sage ich euch später noch was. Die Geräte können direkt in Betrieb genommen werden, da ein möglicherweise nötiger Zählerwechsel nicht mehr abgewartet werden muss. Auch dazu sage ich euch später noch was. Steckersolargeräte sind nun erstmals im Gesetz als eigene Kategorie definiert. Balkonkraftwerke gelten nicht mehr als Bauprodukte. Das bedeutet, dass sie auch über 4 Meter Höhe installiert werden dürfen, ohne spezielle bauaufsichtliche Genehmigungen. Der haushaltsübliche Schutzkontaktstecker soll mit technischen Anpassungen eine normkonforme Anschlussart darstellen. Auch dazu sage ich euch später noch was. Wenn ihr eine größere PV-Anlage auf dem Dach habt und die Überschüsse ins Netz einspeisen wollt, erhaltet ihr dafür eine Einspeisevergütung. Für Neuanlagen, die ab dem 01.02.2025 ans Netz gehen, wären das beispielsweise 7,95 Cent pro Kilowattstunde. Bei kleineren Balkonkraftwerken gibt es keine Einspeisevergütung, da lohnt sich der ganze Aufwand nicht und diese Balkonkraftwerke sind auch eigentlich für den Eigenverbrauch gedacht. Trotzdem kann natürlich Strom ins Netz fließen, das Ganze funktioniert so, der erzeugte Strom, Gleichstrom geht über den Wechselrichter in beispielsweise eure Steckdose am Balkon, von dort in euer Hausnetz und wird dann verbraucht von anderen Geräten wie Kühlschrank, WLAN-Router oder Standby-Geräte, die ihr immer am Netz hängen habt, an anderen Steckdosen. Wenn der Strom nicht ausreicht, wird zusätzlich Strom aus dem Netz bezogen und wenn ihr Überschüsse einspeist zu sonnigen Mittagszeit, wird dieser kostenlos an den Netzbetreiber ins Netz abgegeben. An einem sonnigen Tag kann so ein 600 oder 800 Watt Wechselrichter-Leistungs-Balkonkraftwerk auf jeden Fall die Grundlast in eurem Haus gut decken, die ganzen kleinen Geräte, die da dran anhängen, sind also damit versorgt. Es gibt so eine Faustformel, die sagt, Solarstrom lohnt sich am meisten, wenn ihr möglichst viel von dem selbsterzeugten Strom auch selbst verbrauchen könnt. Problem natürlich bei einem Balkonkraftwerk ist, produziert den meisten Strom über die Mittagszeit, wenn die Sonne scheint und wenn ihr möglicherweise nicht zu Hause seid, um größere Strommengen abzunehmen. Auch bei einem Balkonkraftwerk kann man natürlich den Strom speichern. Problem ist, so ein Speicher ist relativ teuer und das wird sich nicht jetzt sofort amortisieren, der Kauf über den eingesparten Strom. Aber ihr habt natürlich eine Menge Vorteile, wenn ihr das macht. Erstens könnt ihr natürlich euren selbst erzeugten Strom dann auch abends nutzen und so euren Stromkauf beim Netzbetreiber weiter senken. Zweitens, mit einer tragbaren Powerstation habt ihr eine Notstromversorgung. Denn bei einem Stromausfall bleiben dann die wichtigsten Geräte in Betrieb. Das kann im Winter zum Beispiel auch die Steuerung und Umwälzpumpe eurer Heizung sein. Denn bei einem Stromausfall gehen alle netzgekoppelten Anlagen sofort vom Netz. Das heißt, ihr könnt dann ohne Speicher den Strom von eurem Balkonkraftwerk auch nicht nutzen. Drittens habt ihr natürlich eine große tragbare Powerbank, wenn ihr Camper seid oder eine Gartenhütte habt ohne Strom, wo ihr mal feiern oder mobiles Arbeiten machen wollt.
Das A und O für einen hohen Eigenverbrauch ist also die Speicherung des Stroms und der Mikrowechselrichter. Die meisten Probleme bei billigen Balkonkraftwerken macht tatsächlich auch oft der Wechselrichter, weil der auch Strom- und Funknetze stören kann, zum Beispiel euer WLAN, und der muss auch intelligent steuerbar sein. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht von EcoFlow. Das ist der PowerStream Mikroinverter 800 Watt. Der kann jetzt eben nicht nur den Gleichstrom von euren Paneelen in Wechselstrom umwandeln, sondern gleichzeitig auch den überschüssigen Strom in eine Powerstation speichern. Und wenn die Sonne dann nicht mehr scheint, wird dieser Strom automatisch von dem Wechselrichter wieder abgerufen aus der Powerbank und wird wieder in euer Hausnetz eingespeist, sodass ihr wirklich jeden Sonnenstrahl, den ihr eingefangen habt, auch selbst nutzen könnt. Wichtig ist, ihr habt bei dem System auch gleich eine App dabei fürs Monitoring bzw. das Energiemanagement. Es gibt auch noch so Smart Plugs, wo ihr dann einzelne Geräte anschließen könnt. Und so könnt ihr es eben hinkriegen, dass ihr eure Einspeiseleistung genau eurer Grundlast anpasst. Das heißt, was ihr tagsüber für die immer angeschlossenen Geräte und Standby-Geräte verbraucht. Und der Rest wird dann eben eingespeichert und nicht ins Netz verschenkt. Es gibt hier noch so ein super flaches Anschlusskabel, wenn eure Steckdose, an die ihr es anschließen wollt, drinnen ist. Wir haben das eben probiert. Man kann die wirklich durch ein Fenster durchführen, durch die Dichtung. Das knickt ein bisschen ein, aber das funktioniert. Ihr müsst also nicht durch den Rahmen bohren, wenn ihr von eurem Balkonkraftwerk draußen an eine Steckdose innen in der Wohnung anschließen wollt. So ein 800 Watt Balkonkraftwerk kann im Durchschnitt übers Jahr rund 3 Kilowattstunden Strom pro Tag erzeugen, an sonnigen Tagen auch mehr. Wenn ihr das komplett nutzen könntet, was nur mit einem intelligenten Speicher realistisch ist, würdet ihr bei einem Netzstrompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde übers Jahr rund 380 bis 400 Euro sparen. Wenn ihr in die Stromproduktion einsteigen wollt, lautet eine wichtige Frage: Brauche ich einen neuen Stromzähler? Wenn ihr eine große Anlage auf dem Dach habt, braucht ihr sowieso einen Fachbetrieb für die Montage, die Inbetriebnahme und so einen Zwei-Richtungszähler für die Einspeisevergütung. Bei einem Balkonkraftwerk sieht es anders aus. Wenn ihr das einsteckt in die Steckdose, kann es passieren, wenn ihr noch einen alten Zähler habt, dass der dann rückwärts läuft, wenn ihr mehr einspeist, als ihr gerade verbraucht. Das sollte normalerweise behoben werden durch den Anschluss eines neuen Stromzählers. Das passiert automatisch und für euch kostenlos, eigentlich durch den zuständigen Netzbetreiber. Und früher war es so, ihr musstet warten, bis das passiert ist. Das ist jetzt neu nicht mehr so. Ihr dürft euer Kraftwerk direkt anschließen und bis zum Tausch des Zählers, also bis das passiert ist, werden rückwärts laufende Zähler geduldet. Wie versprochen noch ein Hinweis zur vereinfachten Anmeldung im Marktstammdatenregister. Diese Anmeldung kann bis zu einen Monat nach Inbetriebnahme des Kraftwerks noch erfolgen und es sind nur noch folgende 5 Punkte anzugeben. Neben eurem Namen müsst ihr angeben die Leistung der Module, die Leistung des Wechselrichters, den Standort, das Datum der Inbetriebnahme und die Stromzählernummer. Das könnt ihr dann einfach per Online-Formular selbst machen. Da auch ein Steckersolargerät formal eine netzgekoppelte PV-Anlage ist, ist die Anmeldung verpflichtend. Ohne Anmeldung im Marktstammdatenregister kann ein Bußgeld drohen. Darf ein Balkonkraftwerk an eine ganz normale Steckdose einfach eingestöpselt werden? Laut Verbraucherschutzzentrale ist es auch jetzt schon nicht illegal, ein Balkonkraftwerk selber an eine normale Schuko-Steckdose anzuschließen. Die entsprechende VDE-Norm ist noch in der Überarbeitung. Technisch gesehen kann ein Balkonkraftwerk nur einen Stromkreis versorgen, aber in einem Haushalt, wo alle Stromkreise über einen Zähler laufen, verteilt sich der eingespeiste Strom dann auch auf alle Stromkreise und ist überall abrufbar. Es wird empfohlen, dass ihr das Balkonkraftwerk an eine Steckdose anschließt, die über einen eigens abgesicherten Stromkreis, auch mit eigenem FI-Schutzschalter, verfügt. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Ihr solltet euch nur sicher sein, dass eure Elektroinstallation korrekt ist und auch in der Lage ist, das zu verkraften. Wie wird Photovoltaik optimal platziert? Möglichst natürlich direkt in der Sonne, unverschattet. Dächer oder Carports bieten da eine gute Möglichkeit. Für ein Balkonkraftwerk kommt natürlich auch ein Balkonkalender, eine Fassade oder eine Terrassenwand in Frage.
Wenn die Module nach Süden zeigen, ist die Ausbeute am höchsten. Eine Abweichung von bis zu 30 Grad nach Osten oder Westen ist okay, verringert aber geringfügig die Leistung. Wichtig ist auch der Neigungswinkel der Solarmodule. In Deutschland hat sich ein Winkel von 30 bis 40 Grad als optimal herausgestellt. So können übers Jahr gesehen die meisten Sonnenstunden genutzt werden. Ungeeignete Montageorte sind hinter der Balkonbrüstung, in der Balkonnische, an der Wand unter dem Balkon des darüberliegenden Stockwerks oder Plätze, die verschattet werden durch Bäume, Laternenmasten oder Nachbargebäude. Außerdem Flächen mit Ausrichtung zwischen Nordost und Nordwest. Durch eine dauerhafte, auch nur teilweise Verschattung oder Verschmutzung der Module kann es zu erheblichen Ertragsminderungen kommen. Was solltet ihr beim Kauf eines Balkonkraftwerks beachten? Auf jeden Fall solltet ihr nur steckerfertige Geräte kaufen und auch schauen, dass die über einen normalen Stecker und nicht über eine spezielle Einspeisedose angeschlossen werden können. Denn diese Einspeisedose muss wieder von einer Elektrofachkraft gesetzt werden. Ganz wichtig ist auch, dass der enthaltene Wechselrichter eine Konformitätserklärung gemäß VDE-Richtlinie enthält. Nur dann darf er nämlich am Stromnetz betrieben werden. Die Verbraucherzentralen empfehlen auch darauf zu achten, dass Herstellerfirmen für das Steckersolargerät den DGS-Sicherheitsstandard einhalten. Voraussichtlich Ende 2024 wird eine Produktnorm für Steckersolargeräte vorliegen. Bis dahin bietet dieser Standard eine ganz gute Orientierung. Wenn ihr euch nicht auskennt, solltet ihr ein Komplettgerät beim Fachhändler oder Online-Fachhändler kaufen. Und Vorsicht bei Angeboten bei Discountern, denn da sind die Geräte zwar oft günstig, aber erstens sind es kleinere Geräte und es kann eben Probleme mit den Wechselrichtern oder auch der Befestigung am Balkon geben. Gibt es eine Förderung für kleine PV-Anlagen oder Balkonkraftwerke? Da lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken. Immer mehr Gemeinden, Landkreise oder auch Bundesländer bieten Förderungen an. Aber lest euch genau die Förderbedingungen durch. Manchmal werden dann nämlich dann auch Anforderungen gestellt, wie zum Beispiel, dass es angeschlossen wird über eine spezielle Einspeisesteckdose oder dass ihr einen Elektriker braucht, der das nochmal alles überprüft oder dass ihr die Kosten für einen neuen Zähler selber übernehmt. Also schaut euch das an, damit ihr die Ansprüche auf die Förderung dann auch nicht verliert. Anschließend habe ich jetzt noch eine kleine Checkliste für euch, was ihr alles beachten müsst. Eignen sich die örtlichen Gegebenheiten für den Anschluss? Ist dort genug Sonne? Ist das Balkongeländer tragfähig genug? Und ist eine sichere Befestigung möglich? Sind der Montageort, die Steckdose und der Stromkreis auf dem technisch aktuellen Stand? Ist der Vermieter einverstanden? Pauschal verbieten können Eigentümer das nicht, aber ihr solltet wenigstens gefragt haben. Gibt es gegebenenfalls bau- oder denkmalrechtliche Einschränkungen? Welche Anforderungen stellt der eventuelle Fördergeber? Stimmt die Qualität? Sind die verwendeten Komponenten auch bei Fachhändlern erhältlich? Haben alle Komponenten ein CE-Zeichen? Und habt ihr die technischen Daten für die Anmeldung im Marktstammdatenregister vorliegen? Mit einer kleinen PV-Anlage oder einem Balkonkraftwerk werdet ihr nicht euren kompletten Strombedarf decken können, aber euren Grundbedarf. Und ihr werdet auch nicht das Klima retten, aber es ist ein kleiner Beitrag zur Energiewende und auf jeden Fall ein erster Schritt, ganz bewusst mit der wertvollen Ressource Strom umzugehen, auch einen eigenen Bedarf und den eigenen Verbrauch so ein bisschen besser einschätzen zu können. Und damit, wie ich finde, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Tipps und Denkanstöße mitgeben. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. In der Videobeschreibung verlinke ich euch auch nochmal das gezeigte Produkt von EcoFlow und einen schriftlichen Ratgeber von uns zum Thema Photovoltaik. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann seid ihr immer dabei bei allen neuen Videos von und für Hausbauhelden.